Wo ist der Deinhard? 1000 Jahre Popkultur. Wir schreiben das Jahr 2012. Wir befinden uns in der Hotelbar des Chateau Marmont Hotels in Los Angeles, wo zwei mehr oder weniger prominente Gestalten abends an der Hotelbar zueinander finden, belauschen ihrem Gespräch. Viel Vergnügen dabei. Na? Na? Auch hier? So allein? Ja. So mache ich das meistens. Dann mal Prost. Trinken Sie denn dann? Irgendwas mit Cola. Ich weiß gerade nicht, ob Whisky, Rum. Hauptsache oder Alkohol. Hauptsache Alkohol. Wissen Sie, das Problem am Trinken ist ja, wenn was Schlechtes passiert, trinkt man, um zu vergessen. Wenn was Gutes passiert, dann trinkt man, um zu feiern. Ja, und wenn gar nichts passiert, dann trinkt man, damit was passiert, ne? Just my cup of tea jetzt mal gerade, ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kenn ich sie irgendwo? Was kommt denn da Ihnen bekannt dran vor? Weiß ich nicht, haben Sie das schon mal gesagt? Puh, sag öfter sowas. Ich trinke auch sehr oft. Eigentlich permanent. Nur? Ja. Ja, es ist so. So mein Ding, um mit den Thematiken, Problemen der Welt umzugehen. Ne? Ich meine, das Problem der Welt ist ja, dass intelligente Menschen voller Zweifel und dumme voller Selbstvertrauen sind. Ne? Moment mal, ich habe schon so viel getrunken, dass ich das jetzt nochmal. Trinken Sie noch einen, dann vielleicht fällt es Ihnen dann ein. Ja, also sagen Sie es nochmal. Ja, also das Problem ist. Sie sind langsamer für mich. Das Problem der Welt ist ja, ja, dass intelligente Menschen, ja, voller Zweifel und dumme voller Selbstvertrauen sind. Stimmt, ne? Es ist sowas von wahr. Also ja. Eigentlich zeitloses Thema, ne? Ein zeitloses Thema, aber Sie kommen mir trotzdem so bekannt vor. Ja, ich habe mich jetzt heute nicht so rausgeputzt. Ist ja auch schon früh am Morgen. Ja. Aber woher kenne ich Sie? Sie kommen mir so bekannt vor. Ja, ich könnte jetzt sagen, Sie mir auch, aber dann. Das glaube ich nicht. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen anbiedernd. Naja, man kann einander ja auch kennenlernen. Kann so man. So ist es nicht. Genau, ne? Wissen Sie, ich habe auch sowieso auch abgewöhnt, mir abgewöhnt, nach der Traumfrau zu suchen, weil ich wollte einfach nur eine, die kein Albtraum ist. Echt? Mhm. Ja, ist auch mal ein Motto. Aber trotzdem. Ich brauche noch einen Drink. Warum? Woher? Ich hole mir mal noch eine. Ja. Herr Ober! Okay, einer von der alten Schule. Ja, gibt ja gar kein Ober. Ich gehe mal selbst an den Schrank. Ja, aber warum kommen Sie mir? Sind Sie bekannt? Ja. Will oder nicht, ja. Filmstar? Bitte? Wir müssen lauter sprechen, nicht mein Gehör ist nicht mehr. Filmstar? Ich habe auch mal einen Film mitgespielt, ja. Aber
war eher Sänger? Eher so Nebenrolle. Naja, Nebenrolle? Sag mal so, also eigentlich versorge ich die Filmmacher so mit Stoff auch, glaube ich. Fände ich zum... Hello Lloyd? Mit Catering? Nee, eher mit Vorlagen für ihre Filme oder... Ah, ja, sie schreiben. Ich, genau. Tipp. Bin eigentlich ein Autor, also... Ah, hier, Prost da. Muss ja weg, ne? Muss weg. Wer sind Sie denn da? Ganz all, lenk mal vom Thema ab. Ich wollte sagen, so ein ganz alkoholer, nein, ein ganz intellektueller. Ja, ich. Man muss einige Male sterben, um wirklich leben zu können, wissen Sie? Ist das so Ihr Motto? Ja. Schon. Ist auch nicht so einfach, ne? Nee, aber achte Katze hat auch 7 Leben, ne? Oder 9 sogar. Ah, ja, das stimmt. Wissen Sie, manchmal nimmt das Leben so Wendungen, wenn man lange Zeit einen Job hatte, ne? Ich meine, und dann irgendwann der Job wegfällt, dann ist es auch nicht so einfach. Nee, das stimmt. Haben Sie das gerade hinter sich, oder? Ja, schon lange. Okay, schon lange? Schon lange. Jetzt sind Sie arbeitslos, oder? Ja. Das ist auch nicht so schön, ne? Nicht schön. Haben Sie mal mit Schreiben versucht? Nee, das kann ich nicht. Ah, das geht immer. Nee. Der Tropfen fließt, dann... Ich könnte eine Autobiografie vielleicht schreiben, das machen ja auch viele Leute. Ne? Ja, durchaus. Das mache ich eigentlich permanent. Ich war ja mal nah dran. Ja. Aha. Gucken Sie mal. Meine Werke sind eigentlich eine Autobiografie mit Fortsetzung, kann man sagen. Ne? Weil das Leben ist ja auch eine Illusion. Hervorgerufen durch Alkoholmangel, ne? Ja? Ja. Ach so. Mhm. Ach nee, der Alkohol kam. Ja, der war immer auch schon Teil meines Lebens, so auf Partys und so, weil ich war ja nah dran, ne? Ja. Aber jetzt, wo so nichts mehr geht, ist irgendwie, weil, wissen Sie, ich wohne irgendwie auch in der Vergangenheit. Ja. Yeah. Also, kann man nicht anders sagen. Yeah. Also ich, das war früher so schön, ne? So schön. Und was ist passiert dann? Also, vielleicht sehen Sie es mir auch schon an, weil ich bin ja gut zurechtgemacht. Ich bin Friseuse, ne? Also früher sagten wir noch Friseuse. Heute ist es ja so Friseurin. Was soll das, ne? Ja, stimmt, ja. Also könnten mir die Haare mal machen. Ich könnte Ihnen die Haare machen, aber ich hatte den besten Kopf aller Zeiten, um Haare zu machen, vor mir. Den besten Kopf aller Zeiten? Aha, nämlich den von Liz Taylor. Lange, lange Zeit die Friseurin und Schminktante. Die gute Liz, du. Von Liz Taylor. Ja. Und ich war so nah dran. Krass. An allem, da vergeht ihn Hören und Sehen. Ja, das glaube ich. An Liz Taylor war ich auch mal dran. Mhm. Glaube ich. Habe ich vergessen. Also vielleicht kommen Sie mir deshalb so bekannt vor, weil ich war halt so nah dran an ihr, ne? Ja. Das waren Zeiten. Ja, viel näher gehen. Das waren Zeiten. Ja.
Mir passt das Leben. Die Marlboro gehört dazu. Typisch für den Marlboro-Raucher diese spontane Antwort. Sein Urteil ist klar. Er weiß, was er will. Dynamisch und aktiv. So liebt er das Leben. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Du Jardin. Der Weinbrand der Weinkenner. Genießen Sie sein mildes Feuer. Darauf einen Du Jardin. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Ich gehe meilenweit für Camel Filter. Unternehmen Whisky Party. In der Hauptrolle Racke raucht zart. Das ist Jenny. In ihrem neuen Pelz und unserem neuen Auto. Und im frischen Fahrtwind im Haar. Sie tanzt gut und lacht gern. Sie liebt Racke raucht zart. So lange nicht zu Ende. Ist das geil. Wir sind noch viel, viel besser. Okay. Sie lebt Racke rauchzart. Und verachtet große Worte. Sie versteht es zu feiern. Sie ist wie wir. Wir nehmen sie mit zur Party, zur Whisky-Party. Denn sie ist wie unser Whisky, rauchzart. Das wird eine gute Party. Und wer wissen will, wie gut sie wird, trinkt jetzt mit uns. Einen klirrenden Schluck Racke rauchzart. Und noch einen mit Eis auf ihre Jenny. HB, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Krass, das war so schön. Das glaube ich gern. Ja. Und warum sind sie da nicht mehr? Weil das Taylor nicht mehr ist. Ach so. Und konnte. Konnte was? Ja, konnte dann nicht. Nee, danach war auch nichts mehr so, wie es mal war. Ich sag ihm, es ist auch alles. Ist auch nicht alles mehr so, wie es mal war, ne? Ja, die Zeiten haben sich halt auch geändert, ne? Weißt du. Oder, Entschuldigung, jetzt duze ich. Duzen Sie mich, oder? An der Bar ist alles also, erlaubt, das wenn muss man auch mal so sagen. Duzen, dann duze ich mal zurück, ne, du? Aber hallo. Weißt du? Ja, ich meine, die Zahl unserer Abende ist ja auch begrenzt und mit jedem verplemperten Abend versündigt man sich grausam am natürlichen Lauf des einzigen Lebens, das man hat. Das habe ich schon wieder nicht verstanden. Soll ich noch mal wiederholen? Ja, aber langsam. Also, die Zahl unserer Abende ja. ist begrenzt. Ja. Und mit jedem verplemperten Abend ja. versündigt man sich grausam am natürlichen Lauf des einzigen Lebens, das man hat. Boah, das ist aber heftig. Ja, nun. Was denken Sie denn? Das ist ja irgendwie das auch. Okay, also Sie haben also geschrieben, ne? Das heißt, Sie waren auch ziemlich gut in dem, was Sie gemacht haben. Oh, Entschuldigung, wir sind beim Du. Wir sind beim Du, ja. Ich war. Ich glaube, der Alkohol hat das. Ganz gut aus mir rausgekitzelt alles immer. Ach so, ja, ich habe auch echt mein Leben gelebt. Also ich sag mal, das Leben ist ja auch eine Illusion, hervorgerufen durch Alkoholmangel. Mhm. Da ist er schon wieder, ja. der Spruch. Ja. Also, ne? Ja, aber passt halt auch, ne? Ja, nun. Okay, also ja. Geschrieben hast du. Mhm. Gute Sache? Ja, ich glaube. Auch für unser Business oder das Filmbusiness? Ja, ja, schon. Ja. Hast du extra fürs Filmbusiness geschrieben? Oder hat das Filmbusiness gesagt, da gibt es eine geile Vorlage, ja. einen geilen Roman? Ich glaube, letzteres war so. Okay. War so, ja. Ne?
Okay. Mhm. Und? Bist du schon tot eigentlich? Ja. Sieht man noch, oder? Sieht man noch, wer kann denn sonst saufen wie so ein Loch, hör mal, wenn er nicht schon tot ist? Manche Menschen werden ja... Musst du gleich nochmal erzählen, wie es da so ist. Ja. Im Nichtsein. Ja, also ich meine, manche Menschen... manche Menschen werden auch nie verrückt. Welch wahrhaft grauenvolles Leben müssen die doch führen. Also, du musst ja ganz schön offen wiederholen hier, du. Da ist wohl noch nicht genug Alkohol geflossen. Es ist 4 Uhr morgens. Ja, nun. Ich sag mal, es ist noch... Es ist eine halbe Flasche. Es ist noch eine halbe Flasche vor Mitternacht. Also, manche Menschen werden nie verrückt. Ja. Welch wahrhaft grauenvolle Leben müssen die doch führen. Okay, kommen wir mal zurück auf deinen Werdegang. Ja. Das interessiert mich jetzt schon, ne? Ja. Weil wir scheinen ja aus dem gleichen Business zu sein. Ja. Wie gesagt, ich war ja Friseurin. Ja. Für Liz. Ja. Das war auch so mein Ein und Alles. Ne, ja, glaube ich. Hast du auch immer viel zu tun gehabt. Aber für jeden Film, ne? Für jeden großen Auftritt, ja. Liz war... War nicht schon morgens, mittags, abends jeweils genau. Eine andere Frisur? Ja. Ja, so war das. Ja, das dachte ich mir. Ja. Kann ich dir gleich nochmal genauer erzählen? Ja, ne? Bitte. Ja. Aber ich will doch nochmal wissen, woher ich dich, weil du kommst mir so bekannt vor und ob ich dich schon bei Liz gesehen habe, auf Partys oder... Ja. Oder vielleicht in der Zeitung. Ja. Okay, also du lebst nicht mehr, ne? Was ja eigentlich schon ein bisschen freaky ist. So. Ja, nun. Irgendwann ist halt vorbei. Ich hab's ganz schön lang noch gebracht, trotz meinem Konsum. Also. Und ich hab aber auch ein Leben gelebt wie mehrere. Bist aber auch hier von L.A. weg, ne? Ja, zwischendurch mal. Zwischendurch. Ja. Muss ja auch mal andere Orte aufsuchen. Ja. Und hast du angefangen zu... Angeschafft? Angeschafft habe ich erst... Ja, das mussten wir, glaube ich, nie, oder? Ja, also nee. Das haben wir uns echt bewahren. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wann hast du angefangen zu schreiben? Fraß mich nach Sachen. Wann warst du so denn on top of the world? Das ist schon so lange her, du. Wann warst du denn so, wann hast du denn so eine Hochphase gehabt? Ja, ich glaube so in 50er, 60er, ja. 70er Jahren. Okay. Also schon länger auch. Schon länger her, ne? Werde auch heute noch gern zitiert. Ja. Gerade wenn es so um das... Um so Lebemänner geht, werde ich gerne angeführt. Hast du einen komischen Nachnamen? Komisch? Was heißt das? So einen europäischen Nachnamen? Ja, also eher nicht so amerikanisch. Bist du aus Polen? Man könnte das denken, ja. Heißt du Charlie, Charles? Mensch! Gibt's ja nicht. Oh, bist du aber gut. Ja, Lia. Hör mal. Krass, so. Dass ich dich jetzt nicht sofort erkannt habe. Ja, ich habe mal ein Buch von dir gelesen. Welches hast du denn gelesen? Wie heißt denn das nochmal? Da ging es um Pickel und so. Ah, das ohne geht's Witz, ja oft. Ey, ja. Ein super Buch hast du geschrieben. Ja. Ein autobiografisches Buch. Hat dir gefallen? Wie hieß denn das nochmal jetzt? Himmel und Zwier nochmal. Hat dir gefallen? Fand ich super. Ja. Ja. Ich kann dir noch mehr Bücher geben. Ich habe auch einige Unvollendete, die ja noch rumflattern. Gibt's nicht. Kannst du alle haben. Will ich alle haben? Ja, kriegst du. Wie hieß das denn? Dafür musst du mir aber die Haare machen. Scheiße.
Kann man sowas mal machen, kein Problem. Die drei, die ich noch habe. Also, wie hieß denn das Buch, das ich von dir gelesen habe? Sag mal. Sag mal so ein paar Klassiker. Warte, da muss ich mal gerade ganz tief in meinem Gehirn kramen. Also, ja, sag mal schon den ersten Buchstaben. Also, ich frag ja so gern. Also zum Beispiel, ist ja schon so lange her, ne? Ja. Ja. Also, Flower Fist and Bestial nee, Whale. Nee, das war's nicht. Poems and Drawings. Nein. Von wann denn? So, ja, ich glaube, das ist ein Durchbruch, dein Durchbruch. Oh ja. Confessions of a Man Nein. Insane Enough to Live with Beasts, vielleicht? Das hätte ich mal lesen sollen. Schau mal, wie hieß das denn? Cold Dogs in the Courtyard? Nein. Or the Asshole in the World and Mine? Oh Gott, hast du viel geschrieben? Nee. Ja, ich habe viel geschrieben, über 40 Bücher. Also. South of No North. Wie heißt denn das? Play the piano drunk like a percussion instrument until the fingers begin to bleed a bit. Nein. Women? Nee. Das wäre jetzt am einfachsten. Maybe Tomorrow. Nein. Scarlet. Nein. Factotum. South of No North, habe ich schon gesagt. Maybe Tomorrow, habe ich auch schon gesagt. Love is a dog from hell. Nee. The Moon, ja, Barfly gab es auch einen Film zu, ne? Ham on Rye. Ja. Hammer, geiles Buch, ja. Hast du da geschrieben. Hat dir krass gefallen? Krass auch, ja. War, glaube ich, auch viel so von deiner Jugend und so. Ja, drin, ja, ne? Ja, habe ich ja immer. Ja. Komm ja auch nicht drüber weg, du. Nee. Wie kommt das schon, ey? Ja, Hot Water Music hat sie auch eine Band nachbenannt, ne? Nach dem Buch. Ja, Bring Me Your Love. Pulp gibt es auch eine Band, die sie danach benannt hat. Ach, die können alle nicht mehr selber denken. So. Hollywood. Shakespeare never did this. Ja, krass. Ja. So, aber also, naja. Wie war das denn so? People look like flowers at last. Okay, also geschrieben hast du. Ja. Richtig viel. Hast du auch was daneben noch gemacht? Ein bisschen Party und so? Ja, Party habe ich eigentlich permanent gemacht, ne? Mit dir selbst oder? Schon auch gerne mit meiner Flasche und mir. Ja. Ist auch nicht so einfach alles, ne? Nee, also ich meine, ne? Also, man muss einige Mal sterben, um wirklich leben zu können, ne? Ja. Also, nach meinem Tod macht man mich sowieso viel mutiger und begabter, als ich es gewesen bin. Wird übertrieben, sogar den Göttern kommt das große Kotzen. Ne? Die menschliche Rasse übertreibt alles. Ihre Helden, ihre Feinde, ihre Bedeutung. Kim, schlank und rassig, Geschmack, der gefällt. Schlank im Format, rassig im Geschmack. Ein liebenswerter Genuss, für Männerhände viel zu schick. Schlehenfeuer, der Mann unter den Likören. Herb, fruchtig, feurig. Zur Reise nicht vergessen. Ja, er macht's richtig, denn Zarenkaffee, 35%, ist kräftigender Alkohol und hochfeiner Kaffee in einem. So praktisch und so gut. Zarenkaffee, belebt sofort, angenehm, ohne zu berauschen. Das ist Mr. Messengill. Er baut Tabak an. Goldenen Virginia mit seidig-zarten Blättern. Einen der besten. Darum kaufen wir seinen Tabak. Die goldgelben, duftigen Tabake seiner Jahresernte. Für Ernte 23. Eine Ernte rauchen,
Das ist wie eine Reise in die Welt des Tabaks. Scharlachberg Meisterbrand. Es ist nun mal modern, einen wahren Weinbrandkern, ein wahrer Fackel. Besser. Also. Scharlachberg Meisterbrand. Es ist nun mal modern, ein wahrer Weinbrandkenner zu sein. Muratti Kabinett Filter. Wer Muratti raucht, ist mit sich selbst zufrieden. Weinbrand Maria Kuhn. Der Geschmack, der einen Genießer lächeln lässt. So, ne? Aber das trifft nicht auf Liz Taylor zu, ne? Die war wirklich ja, toll. Das stimmt schon. Ich meine, ehrlich, ey. Die war schon. Weißt du, ich habe angefangen, ne? Da war sie, hat sie noch an Lassie gespielt, ne? Ja. Da, wir waren ja gleich. Naja, na, ich war ein bisschen jünger als sie. Na gut, bei Lassie war ich da noch nicht dabei. Ja. Da habe ich so. Naja, da waren wir noch Kinder, ne? Mhm. Aber ich hab das hier halt gesehen im Fernsehen und fand das toll, ne? Fand das toll. Wie heißt du überhaupt? Du hast mir deinen Namen noch gar nicht gesagt. Hör mal, das ist ja völlig unfreundlich von mir, dass ich nicht gefragt habe. Janet. Janet. Und weiter? Janet. Janet? Mhm. Weißt du, ich sag das nicht so gerne. Warum? Mhm. Muss man nicht wissen. Den Nachnamen? Nee, ich finde, Namen so sind Schall und Rauch. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, Janet reicht so, weißt du, so an der Bar reicht auch ein kurzes, knappes Janet. Ist jetzt ein bisschen, du hast ja da einen Vorteil, weil du weißt meinen Nachnamen ja, ne? Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ja, ich stimmt. Kann dir ja erzählen, was so mit mir los war. Ja, mach mal bitte. Halt so, ne? Ich wurde halt Friseurin, ne? Weil es gab ja auch nicht so viel, was man machen konnte. Ne? Wir hatten ja nichts, ne? Ging ja nichts. Ja, ja. Gerade auch nach der Wirtschaftskrise und so. Aber sag mal, dann sind wir doch alterstechnisch gar nicht so weit auseinander. Nee. Sieht man doch. Gut, ich sehe ein bisschen besser aus. Ja, aber ist jetzt auch keine Kunst, ja, ne? Ja, ich lebe auch noch vor allem. Ja, genau. Du hast nicht ganz so viel konserviert mit nee. Alk, ne? Nee, wie ich, ne? Naja, ja, geht so, ne? Geht so. Man hängt dann ja auch mit drin irgendwann, ne? Ja, ja. Co-Abhängigkeit und so, ne? Ja, vor allem die Liz war mit Richard Burton zusammen, ne? Weißt du ja? Ja, stimmt. Ja. Und der war echt hart, ne? Ja. Der hat viel gesoffen. Stimmt, ja. Richard was a friend of mine, ja. Ja, siehst du? Aber das war toll, ne? Das war so toll. Also als... kannst du dich noch an die Perücke erinnern von Liz in Cleopatra? Ja, sie ja. Ja, hab ich geschnitten. Ehrlich? Hab ich geschnitten. Krass. Ja. Oh, das war weißt schon ein Kunstwerk, doch. Ja, ja. Und auch die Augen, wie sie so geschminkt waren, so auf Ägyptisch und so. Ja. Alles ich gemacht. Krass. Ja. Und hast du dafür jemals Kohle gesehen? Ja, natürlich. Ah, ja, gut. Doch, ich war schon angestellt, ne? Alles war gut. War angestellt. Ja. Nicht nur das, ne? Ich habe halt so die ganzen Liz-Filme, die ganzen Frisuren gemacht und die Schminke und so. Und, damals auch, also da hast du ja nicht so gute Schminke, also heute kriegst du ja jede Schminke, ne? Also ja. Da hat ja jede Drogerie hat ja tolle Schminke, ne? Aber damals war das auch noch nicht so überall und aber auf den Filmsets, das war toll, ne? Also du konntest ja, wenn du für Metro-Goldwyn-Mayer gearbeitet hast, ist ja alles bekommen, ja, ne? Ja klar, die haben dir den Arsch hinterhergetragen. Aber sowas von, ja, ne? Sogar die ganzen Sachen von hier Estee Lauder und so, ne? Ja. Das
Heute ist ja an jeder Ecke irgendwie ein Kajalstift, der hinterhergeworfen wird. Hast du ja damals überhaupt nicht gehabt, ne? Da musst du ja teilweise auch mit Kohle arbeiten und ist so. Ist das so? Ne? Das war so. Was glaubst du denn? Ja, krass. Das war schon ein hartes Business. Aber gut, ne? Mit Kohle kannst du auch noch einiges retten, ne? Auf jeden Fall, ne? Ja, nee, du. Das war schon eine tolle Zeit, ne? Ja. Und dann hat die Liz gesagt, weißt du was, Janet? So, ich brauche auch morgen schon jemanden, der mich schmiert. Ich kann das nicht alleine, ne? Kann ich nicht. Ja. Komm mal zu mir nach Hause morgens. Weißt du, so wie heute so bekannte Filmstars das ja auch machen, ne? Ja. Dann war ich da morgen schon in ihrer Villa, hab da halt angeklopft und gesagt, ich bin da. Und dann saß die Liz schon in ihrem Morgenmantel, so aus Seiden, nenne ich den nur die tollsten. Also diese, wie die gewohnt hat, ne? Mhm. Also kannst du dir nicht vorstellen, ne? Die hat so geil gewohnt. Ja. Mhm. Ja, und die hat auch schon morgens ihr Gläschen getrunken. Aber die Liz, also die Liz war ein toller Mensch, ich sag's dir. Ja. So ein toller Mensch. Ja, kann ich mir vorstellen. Also die war so toll. Ne, die hat auch alles geteilt, ne? Also wenn die gegessen hat, konnte ich mitessen. Mhm. Wenn die da ihren Hotdog sich bestellt hat. Ja, die ist ja auch nicht mehr rausgegangen. Ne? Die war ja so bekannt, die Liz. Die konnte ja nicht mehr rausgehen. Die hat ja für alles Leute gehabt, ne? Ja. Konnte nicht mehr zum Friseur gehen oder so. Das habe ich ja dann halt gemacht. Ich war dann zu Hause bei ihr. Ich im Badezimmer und hab halt die Locken onduliert, ne? Ja. Das war... Und du was? Onduliert. Hab wieder was dazu gelernt. Ja. Und halt geschminkt und so, ne? Aber ich sag ja, also damals gab's halt nicht so viel wie heute, aber... Ja, ach, es waren schöne Zeiten, ne? Also ich war halt auch dabei bei allen großen Filmen, Premieren. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Ne? Dann auch hier Giganten mit James Dean und Rock Hudson. Überhaupt Rock Hudson war ein fetter Freund von ihr. Ne? Ja. Der Rock, das war so ein toller Mensch. Ja, glaube ich. Ja. Das war so ein toller Mensch. Ja. Du. Aber die Zeiten sind auch lange vorbei. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so traurig. Das stimmt, ne? Ja. Soll ich dir noch einen weisen Spruch sagen? Bitte. Eine Rezession ist, wenn deine Freunde arbeitslos sind. Eine Depression ist angesagt, wenn es dich selbst erwischt. Das ist so wahr. Ne? Das ist so wahr. Kannst du komm darauf stoßen. Ja, komm darauf. Ja, Prost. Boah, das ist so wahr. Hm. Aber das ist sowas von wahr. Hm. Viel mehr Wahrheit geht auch nicht, oder? Nee. Hm. Ja, das ist... Naja, ein Intellektueller drückt was Einfaches kompliziert aus, ein Künstler drückt etwas Kompliziertes einfach aus. Das ist so wahr. Man hat die Liz auch gekonnt. Ja. Die hatte nur einen Blick. Hm. Nur einen Blick. Und das Publikum war gefangen. Hm. Wir alle waren gefangen. Hm. Die Liz war der größte Star der Welt. Also das kann man nicht anders sagen. Da war sie nur Meredith. Weißt du, Marilyn Monroe habe ich auch kennengelernt, ne? Ja. Die war auch so ganz nett, ne? Aber die hat es auch nicht drauf gehabt. Ja, sie hat halt nur... Das wird heute halt so behauptet, ne? Dass die talentiert war, aber... Hat halt... Weißt du? Hupen und lange Beine und... Ne? Ja, ganz so war es ja auch nicht, ne? Die war auch schon hübsch so im Gesicht. Ja, ne? Halt so diese, weißt du, diese Schönheit von... Diese massentaugliche Schönheit. Ja? Hast du die mal gekannt? Hm. Bin ich sicher. Bist du nicht sicher, ne? Ja, es gab auch so schon viele Partys. Die waren auch so toll. Auch so ausschweifend. Ja, aber auch so toll. Ne? Solche Partys gibt es auch heute nicht mehr, ne? Nee. Gibt's nicht mehr. Nee. Gibt's nicht mehr. Nee. Macht keiner mehr. Man konnte alles machen auf diesen Partys. Hm. Und keiner hat gesagt, was, das ist zu viel von dem und zu viel von dem. Oh, du, wenn erstmal
wenn erstmal Alkohol auf dem Tisch war. Und ja, man konnte nochmal Alkohol. Und Zigaretten waren wie heute Tofu. Ja. Ja, was war Tofu nochmal? Weiß ich nicht, das trinken, das Essen hier, die Millennials heute. Ach so, ja, Millennials, ja, das habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Nee, muss man auch nicht wissen. Nee, aber... Das ist so, was ist denn los heute? Warum können keine Partys mehr gefeiert werden? Das ist die neue Form der Bourgeoisie. Aber... Also, das ist ja mal nochmal ein Spruch für dein Repertoire hier. Millennials leben vor neu von der Bourgeoisie. Da sagst du was für die Ewigkeit aus dem Jenseits. Ja. Sag mal, wie ist denn das so im Jenseits? Ja, geht. Geht so? Was halt. Was war die letzte Zeit? Permanent sturmfrei, ne? Bockt sich, habe ich gelernt als Spruch. Bockt sich. Bockt sich. Ja. Kelch. Kelch. Das Jenseits bockt sich? Ja, nur semi, ne? Partys sind ein bisschen dröge hier, ne? Wer ist denn da so mit dir? Ja, wer hängt hier ab? Elvis kommt ab und zu mal rum. Ja, den haben wir auch noch bekannt. Ja, ne? Das waren Zeiten. Ja, also Johnny auch, habt ihr schon Johnny mal drüber wer? Gesprochen, ne? Der Cash Johnny, ne? Und Johnny Cash. Hm. Ja, so ein guter Typ. Mit dem hänge ich gerne ab. Rauchen wir, trinken wir. Kann er gut, dann singt er mir noch ein Ständchen. Ja. Ja. Liz habe ich auch schon mal getroffen, ja. Aber die ist immer ein bisschen kurz angebunden. Das ne? war auch schwer, als sie gestorben ist. Die hat auch so viel gemacht, ne? Ja. So viel gemacht. Also, die war ja nicht nur Schauspielerin, ne? Nee. Die hat ja auch so viel. Eine Ikone, ne? Aber als hier so AIDS kam, das war ja auch eine schwere Zeit. Schwere Zeit. Also. Habe ich mich nie drum geschert. Oh. Warst du da nicht auch schon weg? Nee. Da warst du noch da? War ich noch da, ja. Aber war ja auch egal, ne? Ja, ach du. Ne. Easy come, easy go, ne? Ja. Ja. Es tut so gut, so jemanden zu treffen wie dich, ne? Ja, das... Man hat ja kaum noch einen aus seiner Generation. Ja, das sind ja alle sind ja weg, ne? Mhm. Sind ja alle weg. Ich bin ja auch so die Einzige, ne? Die noch erzählen kann, aber keiner muss mehr hören. Ja, wie ist es denn jetzt heute so bei euch da? Schrecklich, sag ich. Gibt es noch Demokratie oder ist schon Diktatur? Ja, ach. Weißt du, es fehlt mal wieder einer, der mal so ansagt, was Sache ist. Ne? Ja. Der so Anstand hat, so als Präsident irgendwie. Ja, ja. Da sitzt halt einer, der ist so ein Möchtegern. Ach, ich will auch gar nicht drüber reden. Ja, ich glaube, ich habe das mitgekriegt. Vermisst du den ganzen Tag? Ja, ich kenne den Kollegen, den habe ich auch schon mal gesehen. Ne? Ich habe ja noch Kennedy erlebt, ne? Ja, den habe ich auch noch erlebt. Ne? Stimmt, da warst du ja auch noch da. Ja, das war einer, oder? Das war einer von Format. Der hat auch getrunken. Ja, genau. Und er hat auch noch Ansagen gemacht. Ja, genau. Genau, ne? Ja. Und trotzdem hat ihn die ganze Welt geschätzt. Ja. Und dann war der Kennedy weg und dann waren ja noch ein paar andere. Ja. Ach, was habe ich alles für Präsidenten mitgenommen? Das glaubst du gar nicht. Du, das Ding ist. Einen kennst du alle. Das Ding ist, keiner wird je mit Hilfe des Staates zu etwas kommen. Jeder muss aus eigener Kraft und eigenem Verstand und nach eigenem Gesetz das machen. Das ist so, ne? Ja. Aber das sehen die jungen Leute ja gar nicht. Nein, ach, das raffen die gar nicht. Die wollen ja alles auf dem Sinn. Ach, das raffen die gar nicht, oder? Nein. Nö, weißt du, was wir alles so gemacht haben? Ja. Ja, und der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur liegt daran, dass du in der Demokratie wählen darfst, bevor du den Befehlen gehorchst, ne? Ach, da sagst du was. Mann. Das ist aber ein ganz schön schlauer Typ, so, ne? Ja, die Gehirnzellen hat der Alkohol noch nicht kaputt gemacht. Nee. Alles andere schon. Ja.
war schon nicht so einfach, ne? Nee, es steht da Tropfenöl, die Leber. Ja. Oh, nee, es ist halt nicht so. Heute ist alles anders, ne? Ja. Heute ist alles anders, ne? Ja, macht sich alles zu kompliziert, ne? Ja. Könnte alles so leicht sein. Essen so Bio-Scheiß und so, ne? Haben alles nicht gebraucht, ne? Nee. Wir waren froh, als wir eine Waschmaschine bekommen haben. Ne? Heute wollen die Leute wieder auf Hand waschen. Was soll der Scheiß? Ja, oder Kernkraft war noch sicher und alles. Ja, was ist daran schlecht, ne? Weiß ich, also verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Da gibt es ja so ein junges Mädchen, ne? Das trinkt alle auf den Straßen. Und was hat die denn schon von der Welt gesehen? Ja. Die kann ja nicht mal Locken legen, weißt du? Rote Haare wie Spaghetti. Ja, was will die mir denn erzählen? Ja. Kann ich mir eine Frisur legen? Finde ich, nee. Schminkt sich auch nicht und so. Ja, okay. Kann ich gar nicht, also alles so von wegen, you stole my childhood, ne? Was, wer? You stole my childhood. Hat sie gesagt, ja, hast du mitbekommen. Ja, sie, ja. Kriegst du hier oben ja auch noch mit. Sogar verdient doch hier. Vor allem, frag das mal die Kinder in Bangladesch, wer ja mit Childhood gestohlen hat. Aber sowas von. Ja. Ja, oder uns, ne? Ja. Wie wir hier im Krieg ja aufgewachsen sind. Im Krieg. Ja, im Ersten. Ja. Die aber Zweiten, ja, da waren wir schon erwachsen. Ja, auch ihr Striffen noch. Aber sowas von. Ich glaube auch. Dir, macht keinen Spaß mehr. Nee. Ich glaube, daher kommt auch mal der ganze Alkoholismus. Das, aber da, also, das kann ich so verstehen. Ja, bei mir ging es ja nach Liz tot, so, ne? Ja. Weißt du, die war ja so toll, ne? Und dann irgendwann war sie weg und da habe ich gedacht, weißt du, das bringt ja auch alles nichts mehr, ne? Also, wer hat denn so schönes Haar, dass es wert wäre, es zu legen, ja, zu führen. Ja, also noch 4-5 Haare. Ja, ich mach dir gleich noch ein paar Frisuren. Da freue ich mich. Ja, aber auch die heutigen Frisuren. Ich bin ja froh, dass du keinen Bart hast. So, ich sag's dir. Also, diese Bartmode, ne? Ich war ja froh, als das mal weg war, ne? Also. Ja. Stimmt, ja. Ein bisschen ist ja okay. Ja, aber so diese Vollbärte heute. Ich die Achselhaare nach vorne gekämmt. Ach, so Achselhaare, was ist denn daran schlimm, ne? Ach. Verstehe ich alles nicht. Ach, das ist alles. Heute komme ich mehr. Weißt du, was soll denn das? War alles so schön damals. Ja, es war noch so urwüchsig. Ja, hast du noch einen Spruch? Ja, sicher. Ja, niemand braucht Liebe. Was einer braucht, ist Erfolg in der einen oder anderen Form. Das kann Liebe sein, muss aber nicht. Hm. Bist du ganz rund, oder? Ja, es ist. Hast du noch was Besseres? Ist noch nicht vollendet. Ne? Nee. Hm. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Oder? Alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Und dann? Also. Machst du heute Abend noch? Heute Morgen? Ja, wollte ich dich auch noch fragen. Ach, weiß nicht. Ja. Ich trinke hier noch aus. Ja, ich auch. Sag dem Barkeeper Tschüss. Sag dem Barkeeper, er soll noch ein Sixpack mitgeben. Ja, ich mache ja auch alles nur noch auf hier. Auf, sagt man, auf Kommi. Ja. Ja. Weißt du, es ist ja auch so schwer geworden, heute einen Job zu finden. Ja, ich lebe hier auch auf Kommi. Mehr alte Frisuren haben. Alle nur Greta-Frisuren haben. Ich will überhaupt mal wieder eine Frisur haben. Kriegst du gleich. Treffen wir uns. Machst du mir Extensions? Du, ey. Nee, Extensions, ja, geht so, ne? Ja. Oder keine Ahnung. Die Haare. Ja. Oder transplantiere welche von mir nach nee, da. Von sowas halte ich ja nichts. Ja, ich bin einfach Handarbeit. Okay. Tupier dir die Haare mit meinem Kamm. Was sagst du denn zu Koffein-Shampoo von Alphazin? Ach, kann man machen. Koffein ist ja noch so ein altes Hausmittel. Ja, eben.
krank. Ja, juckt auch nur noch, kommt auch nichts mehr nach. kann man schon machen. Mhm. Du, gab ja auch Stars, ne? Ich will auch nicht zu viel plaudern, aber die haben sich die Haarlücken eingefärbt, ne? Hab ich auch gemacht, ne? Eben in Öl oder was? Mit Farbe hier. Ach. So. Edding. Echt? Ja, Edding kann man nicht benutzt, aber so hier Kohle und so, ne? Was wir für Schminke benutzt haben, ja klar. Krass. Habt ihr auch mit allen Mitteln gekämpft, ne? Tja, wir hatten ja nichts. Ja. Ja. Kenne ich noch. Wir hatten nichts und konnten alles, ne? Nur eine gute Flasche Stoff. Das sowieso. Ja. Ja, aber das kam ja auch erst später, als Liz gestorben ist. Ja, du, ich bin damit großgezogen worden quasi. Mit der Flasche, ne? Ja, darauf ein Dujardin. Da. Tja, ich glaube, das sah aus, die markantesten Sprüche habe ich durch, du. Ja, also habe ich irgendwas, was ich nochmal untermauern könnte? Alles nicht so einfach. Nee. Nee. Ja, komm, wir gehen gleich noch hoch, trinken wir weiter. Machen wir. Ne? Sagen wir halt dem Barkeeper tschüss. Genau. Der will eh Feierabend machen, ja. Ja. Uns verdient er ja nichts. Wir schreiben ja die ganze Zeit nur auf den Deckel hier. Also denn, ne? Ja. Gehen wir mal Haare schneiden. Ja, tschüss. Komm. Ja, tschüss. 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 Ich habe eine eigene Zigarettenfabrik. Zwei Hände und Samson zum Drehen. Der Tag geht, Johnny Walker kommt. Players. In der ganzen Welt zu Hause. Rauche, staune, gute Laune. Papi und Mami sind immer froh. Deshalb geht es mir so gut, ja. Papi und Mami trinken eben ab und zu ein Gläschen Zarenkaffee-Likör. 35%. Denn Zarenkaffee gehört einfach zu einer fröhlichen Familie. Warum fehlen die Söhnleins auf keiner schönen Party? Warum mit Söhnlein brillant so schön lustig wird? Täglich Unterberg und du fühlst dich wohl. Wenn einem also so viel Gutes widerfährt, das ist schon einem Asbach-Uralt wert. Asbach-Uralt, der Geist des Weines. Wo ist der Deiner? 1000 Jahre Popkultur.